make such a speech, you'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Jetzt fahren wir die Fahrt hier noch zu Ende. Und dann. Mal gucken. Geht's dann wieder weiter mit Minecraft oder mit Raft? Sollte es Minecraft sein? Wird es eine kleine Unterbrechung geben, wo ich dann mal ganz kurz eben meinen Server aufsetze, um ein bisschen Performance zu steigern von dem Minecraft LP? Sollte es Raft sein, geht's direkt los. Müssen wir gleich mal spontan gucken. Aber erstmal sowieso. Ein bisschen haben wir hier noch. Wir haben jetzt hier noch 9 Stunden Fahrt. Der Genovot. Und wenn die so weitermachen, kombinieren. Wenn er hier meint, mich bremsen zu wollen. Wir müssen schon eine Umleitung fahren und er bremst mich auch noch raus. Dieses gemeine Ding da ist. So. Ich bin schon wieder echt so froh, dass ich wenigstens jetzt mal das Navi im LKW habe. Das erspart halt schon wirklich so viel Arbeit, ne? Macht er da vorne? Er fährt links, er fährt rechts. Was ist denn los bei dem? Alter. Das sind solche Leute. Ich glaube, ich wäre so ein richtiger Rage-Autofahrer. Ich glaube, alle Leute, die bei mir auf dem Beifahrersitz sitzen würden, hätten voll Spaß. Twilight of the Thunder God. So. Ach ja, ist das nicht entspannend? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen in konstanter Geschwindigkeit, aber irgendwie meint Helga, mir das alles kaputt machen zu wollen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, bin ja dabei. Bin ja schon voll dabei, Mensch. Biege nach links ab. Ja, ich biege auch nach links ab, wenn du das sagst. So. Was ist denn hier los? Die Gebauchstelle hat. Hier. Die Mogel. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ach, die 8. französische Stadt mittlerweile. Was soll das mit dem Verkehr jetzt hier? Lass mal zu warten, ganz ehrlich nicht. Nimm diese Ausfahrt. So. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Was fährst du bei dieser Route mit dem immer geradeaus. Ach so, links abbiegen. Nee. Ich bleib, glaube ich, in Frankreich. Nee, ich bleib in Frankreich. Ich bin ja von hier unten von Toulouse nach Limoges. Über Nantes bis nach Rennes. Im Endeffekt, aber das ist hier alles in Frankreich. Da bleibe ich. Nur an Land. Biege nach links ab. Dementsprechend wird die Fahrzeit auch nicht irgendwie kürzer oder so. Biege
Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Aber das Navi im LKW hilft wirklich schon so sehr, ne? Das spart am so einiges an. Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. An Konzentration auf die Schilder und so. Nimm diese Ausfahrt. Erstmal in die Pötte kommen, ne? Dabei habe ich nur 11 Tonnen Ware hin drin. Und ich wollte eh gucken, dass wir dann demnächst mal. Oh, Borat, bitte. Demnächst mal. Nochmal einen neuen Anlieger kaufe. Auflieger kaufe. Womit ich halt noch ein paar andere Sachen dann transportieren könnte. Weil es gibt ja auch noch so einige Achievements, wo man halt bestimmte Ware von bestimmten Orten, glaube ich, holen muss oder liefern muss, irgendwie so. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Ich glaube, es gibt nirgendwo so wenig Kreisverkehr wie in Deutschland, ne? Also ich war jetzt hier schon in den letzten. Oh Gott, was war das? Nur diese Ausfahrt. Ich glaube, bei knapp 40 Folgen oder so. Die meisten Kreisverkehre waren echt alle irgendwie Richtung Dänemark und jetzt hier Frankreich, ne? Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Und da mal so ein Baum, wenn es nach hinten fällt, der mir voll in die Front geknallt. Immer geradeaus. Das nennt man übrigens sehr professionellen Sicherheitsabstand. Alter. Für das Klima. Was genau ist gut für das Klima? Mit dem Sicherheitsabstand? Oder was meinst du? Das ist der Kreisverkehr, ja, das stimmt. Klar. Und da es halt auch wirklich klare Regeln gibt, ist ja eigentlich auch ganz easy zu verstehen, ne? Aber in Deutschland haben wir davon relativ wenig. Tanken müssen wir auch noch nicht, ist ganz gut. Ich bin noch am überlegen, was wir als nächstes Mal dann nachher leveln. Ob dann eher daran hingehen, dass wir mehr Geld verdienen oder halt zum Beispiel weniger Geld fürs Tanken ausgeben. Wenn wir halt
eben Treibstoffverbrauch. Deswegen den Berufsverkehr. Ja, das kann sein, klar. Aber auch andere Länder haben halt den Berufsverkehr, ne? Weiß ich nicht. Müsste man mal irgendwie nachgucken oder so. Ich glaube, das mache ich mal zum nächsten Mal. Ne, aber ich bin mal überlegen, was ich am nächsten Mal skill, ob ich jetzt dann irgendwie Richtung Just-in-Time-Lieferung gehe oder hochwertige Fracht oder zerbrechliche Fracht. Oder halt auf die spritfahrende Fahrweise. Mal gucken. Bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Immer geradeaus. Naja. Sieht ja schon wieder so cool aus, ne? Demnächst rechts abbiegen. Allein die Felder hier außen. Biege nach rechts ab. Krass, wir haben immer noch 6 Stunden. Mit irgendwie nicht ganz wenige. Achso, man sollte auch mal die Geschwindigkeit so ein bisschen einhalten, ne? Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. So. Ich hab's irgendwie nicht so mit den 80 so. Alles über 80 ist okay, aber 80 ist wohl nicht so ganz mein Ding. Uiuiui. Demnächst links abbiegen, oder? Nee, ich glaube, wir fahren geradeaus weiter. Das sind die gleichen Nantes, ne? Nee. Krass. Wir müssen dann auch mega weit, ey. Krass. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Eine weitere. Ich möchte mal gucken. Konnte man jetzt hier irgendwo reinfahren? Ohne zu bezahlen? Ja, hier ging das. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Weiß ich nicht. Bei manchen kannst du halt nicht. Ja, noch enger geht das hier nicht, ne? Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. So, 130. Jetzt dürfen wir mal wieder ein bisschen. Ein bisschen mehr. Das ist ein Chip im LKW, das wird dann mit der Kreditkarte. Ist das wirklich so? Mit dem Chip im LKW und der Kreditkarte? Oder sagst du es mal einfach so? Achso, bei manchen Autos. Okay. Ich wusste gar nicht, dass es das auch in echt gibt. Ich habe echt so einige Bildungslücken überall, also. Nicht schlecht. Aber man lernt ja auch nie aus. Man lernt nie aus. Das darf man nicht vergessen.
Für mich sind sowas Bildungslücken, also. Ich würde sowas schon gerne wissen, ne? Gerade wenn man Interesse rechts an solchen. Halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Interesse an solchen Thema, dann sollte man sowas normalerweise schon mal noch wissen, ne? Aber ich weiß das nicht. Nimm die Ausfahrt rechts. Tut, tut, tut. Diesmal nicht. Wow. Kann man denn hier auch... Braucht man eine Pause überhaupt? Nee, noch nicht. Noch nicht. Da geht noch was. Jetzt bin ich wohl leicht zu schnell. Ja, ich habe Facebook. Klar. Haben schon, nur nutzen halt nicht mehr, ne? Da habe ich so ein bisschen weniger Lust drauf. Ist halt bei mir eher so ein bisschen Deko-Zwecke. Oder wenn ich wirklich mal sehr, sehr verzweifelt bin und sehr, sehr viel Langeweile habe, dann ist es auch mal okay. Ach, gibt's das ein Automagazin, ne? Ja, hab ich schon mal von gehört. Ich kann es aber mal nachgoogeln. Gibt es ja auch wieder so ein Ding, wo man einfach durchfahren kann? Nein, hier darf man es nicht. Oder? Ich glaube, ich komme hier nicht durch. Ich bin mehr als 2 Meter groß, ne? Ja, aber klar. Dann. Alter. Jetzt hab ich verkackt. Alter. Naja, genau, auch auf Facebook Kalidos, aber. Wie gesagt, nutze ich gerade eher weniger. Wenn du da was hast, dann würde ich sagen, Twitter wäre da die bessere Alternative. Weil ich das halt eher nutze als Facebook mittlerweile. So, warte mal, ganz kurz, ich bin gleich wieder.